durchgefahren. Muskelkater, gestern trainiert. Nicht gut. Aber egal. Es ist 12 Uhr, wir sind in 6 Stunden dran, deswegen müssen wir uns jetzt richtig beeilen. Ist er kleiner als ich? Ist er dünner als ich? Schwächer als ich? Dann kriegt er auch nicht was zu hören. Sonst nicht. Der Soundcheck mal. Ich bin Ungeduld. Musik von Lotte spielt gerade und ist ganz fett. Ich höre leider hier von der Seite nur wieder Drums und ein bisschen Gitarre. Aber interessant. Mal gucken, wie es klingt. Haben wir live gehört. Track geht gleich los. Max stimmt sich schon mal ein, hier Mimi nur am Rumspielen hier mit ihrem In-Ear-Ding da hier. Schau. Katastrophe. Dann hier ist Crocodile Dundee. betritt gerade den Saloon. Das muss gerade sein. Und Fabio dirigiert halt. Fabio schreit da an und sagt, was er machen soll. Fabio, hör mal auf jetzt. Okay, gut. Okay, geh hoch. Und Lukas Röbbel, wo gehört wieder rum? Da mach ich nicht mehr. Nein, da mach ich nicht mehr. Das ist doch gerade. Hier Magier, Alter. Dennis, Metz, bitte, ruf ihn nicht an, ich will ihn nie vermissen. Ich liebe den Kerl, er ist so ein geiler Typ und er macht einfach unglaublich guten Sound. Deswegen, love this guy. So, meine Lieben, die erste Reihe ist positioniert und ready. Ich würde gerne schon auf die Bühne, aber wir brauchen noch ein Stündchen, glaube ich, oder zwei Stunden sogar noch. Ja, aber dann geht's ab, Wetter ist geil, die Leute sind cool drauf. Nee, ist cool, ist Bock, auf jeden Fall. So, es geht auf die Bühne. Wir haben Showtime in 3 Minuten. Ich suche meine Band. Aber die werden gleich kommen. Deswegen sehen wir uns gleich oben zum Einschwören. Peace. Angespannt. Aber wir schaffen das. Angespannt. Aber wir machen das. Gar kein Problem. Tibi Tobi. Top. Stimmung top. Komm mal kurz zusammen, liebe Damen. Herzlich, Damen. 45, das kann doch egal sein, deine Jungs wollen mit dir antreten. Lass mal kurz herzen. Ja, klar. So, meine Lieben. So, schön, dass ihr alle zusammen seid. Max, unsere letzte Fahrt. Fabio, danke, dass du dabei warst. Wir machen noch ein bisschen weiter, ne? Aber ich hab richtig Bock drauf. Lass es genießen, ne? Du, topfit. Also, stay. Let's enjoy it. Ich mach dann jetzt gleich mal eine kleine Ansage mit großem Applaus und dann spielt ihr ja euer eigenes Ding. Pass auf, wer ihn hat für Beomi! Wenn ich dich ansehe, voll stolz, wie du mich anlachst oder schmollst.
sagen, was sie wollen. Ich liebe das Feuer, das so stark in mir brennt. Ich liebe dein Wasser, das mir Abkühlung schenkt. Du bist die Erde, die mich auf dem Boden hält. Der Wind, der mich lenkt, mein fünftes Element. Publikum am Anfang, aber am Ende war geil. Am Ende war geil, man musste ein bisschen schreien, aber ich hoffe, du hast voll viele Fehler gemacht. Oha, danke. Aber den Laufwerk hat man nicht gemerkt. Ey, ist erster Chorus Instrumental? Ja. War geil, kam gut. Also ich muss heute einen Riesenlob an meine Band machen. Deswegen habe ich euch auch so oft gelobt, dass ich so verkackt habe. Heute war ich echt oft verkackt. Aber es ist doch lustig, okay. War schön. So, danke Leute, danke Wernigerode. War richtig fett. Lukas wie immer überall zu sehen. Richtig cool. Also, ich sag mal der Band vielen Dank. Ich muss mich entschuldigen. Sorry. Okay, Leute. Wieso? Alles gut. Ja, geil. Boah, mach. Nö. Hallo. Ey, freut mich. Warte, ich lasse mal kurz runter. Zack. Haut ihr früh ab oder seid ihr noch ein bisschen länger? Ich weiß nicht, wie lange, ob das so lange noch durchgeht. Okay. Ich habe jetzt noch kurz ein Interview, dann versuche ich euch mal irgendwie eine Karte rauszuhauen, oder? Ja, wollt ihr nicht mehr? Sie wird auf ihr T-Shirt haben. Okay. Du von dir einfach nur so. Habt ihr 10 Minuten Zeit? Ja, klar. Das wäre geil. Dann mache ich das Radio-Interview. Dann warte kurz. Ja, komm sofort zu euch. So. Also, das kam unwahrscheinlich gut rüber, gerade bei der Jugend. Ich fange mal bei der jüngsten Jugend an. Die kleine Isabella. Du kommst aus Ilsenburg, bist 9. Oh, hat dir das gefallen? Ja. Ja, bitteschön, warum denn? Weil es auch sehr stimmungsvoll war und es war halt sehr schön, mal anderen Gesang zu hören. Anders als? Anders als so Hip-Hop-mäßig und sowas. Ja, er ging ab, ja. Ich habe gehört, du möchtest ein Autogramm von Benobi? Ja, das möchte ich. Das wäre jetzt dein Part. Benobi, wie war's? Ich war stylisch. Es war am Anfang so ein bisschen, erst haben sie gesagt, wer ist das denn? So, aber irgendwann haben die dann gesagt, hey, ich glaube, der ist ganz cool. Also es hat so gewirkt. Man brauchte so ein bisschen, um reinzukommen, um deine Stimme, um den Sound kennenzulernen und am Ende wollte ich nicht. Ja, ich finde, so rum ist es cooler, als zu sagen, yeah, und dann am Ende sagen so, nee. Ja, das Autogramm nochmal, wo soll das hin, Isabella? Auf mein T-Shirt. Dankeschön. Gerne, Mann. Lilly, L-I-L-L-Y. Alright. Dankeschön. Sehr gerne. Viel Erfolg. Danke, dass ich reinschreiben durfte. Schönes Dankeschön. Ding. So, das Gästebuch von Wernigerode, siehst du? Nette Stadt, nette Leute, cooles Konzert. Vielen Dank. Gerne, gerne. Weiterhin alles Gute, ja? Dankeschön. Ach, ich glaube, das war deiner, ja? Das war meiner. Dankeschön. Ciao. Tschö. So, meine Lieben, Lotte spielt gerade. Ich will mir das auch nochmal reinziehen. Habe ich noch nie gehört, live tatsächlich. Und dann kommt Adel. Ich hoffe, ich sehe nochmal. Schönen Handshake. Und
Ja, war sehr schön. Hier war es ein bisschen schwerer, weil man halt aus dem Off kam. Es war sehr früh, deswegen waren noch nicht viele da und die haben sich so aufgeteilt. Aber zum letzten Song kam es immer enger ran, die Leute kamen zu uns und haben richtig mitgefeiert. Zugabe geschrien, geil mitgemacht. War ein sehr schöner Abend. Macht's gut. Jeden von uns.